Das ist Johannes Schlüter, Gründer und Geschäftsführer von Arship, der Partnervermittlung für unsympathische Singles. Ja, unsere Klienten hier bei Arship sind schon ein bisschen speziell. Also ganz im Ernst, auf einer normalen demokratischen Partnerbörse würde die keiner mit dem Arsch angucken. Ja, zum Beispiel der Vladi. Der war immer so ein bisschen mein Ladenhüter, ne? Also, der war vorher bei so einer Partnervermittlung für größenwahnsinnige russische Staatschefs, Zarship. Der war jahrelang das einzige Mitglied. Aber Schlüter hat für den einsamen Vladi schon einen potenziellen Partner. Erdo, den putschmunteren Bachelor vom Bosporus. Also am Anfang haben die beiden erstmal gechattet, also gejettet, also gekampfjettet. Da gab es wohl ein paar Missverständnisse. Ja, und in Syrien kämpft Putin für Assad und Erdogan unterstützt dessen Gegner. Ja gut, aber es gibt auch jede Menge Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel stehen beide voll auf coole Klamotten und sind total tierlieb. Schlüter organisiert das erste Date der beiden. Das war so spannend. Der Erdo ist mit dem Hetzblatt-Hubschrauber nach St. Petersburg geflogen. Und der Vladi hat ihm da ein Herz aus geknebelten Journalisten gebastelt. Das war so romantisch. Ja, und als die beiden sich dann das erste Mal gesehen haben, ich hatte so Herzklopfen. Oh, gleich kommt er. Na, Vladi, bist du aufgeregt, Jane? Warte mal, ich hatte noch was für dich. Halt mal. Och, Vladi. Da kommt er. Das ist doch keine echte Liebe, das ist ein wirtschaftliches Zweckbündnis aus der Not heraus. Doch, das ist echte Liebe. Der Vladi hat den Erdo sogar auf einen Rundflug über die Ukraine mitgenommen. Da habe ich schon mal geguckt, ob sie nochmal zusammen Urlaub machen wollen, so. Vielleicht zusammen mit so ein paar tausend russischen Soldaten. Und sie haben sich zu einem romantischen Candlelight-Döner verabredet. Da wollen sie dann bei Kerzenschein ganz romantisch Oppositionelle zusammenkloppen. Oder ins Kino, mal sehen. Oh, gucken Sie mal, ist das süß? Oh. Johannes Schlüter, ein Mann, kriegt jeden Arsch vermittelt.